herzlich willkommen hier auf Stempelharmonie. Heute habe ich richtig doll elegante Karten für euch. Das schimmert hier richtig schön und die Struktur ist so hübsch. Sieht einfach sehr hochwertig und elegant aus, wie ich finde. Wie ich die mache, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Video. So, Grundkarte wie immer. A4 in der Mitte bei 10,5 geteilt und dann nochmal bei 14,85 gefalzt. Und ich habe mir das schon geprägt mit dieser Prägefolder Struktureffekt und die Farbe ist Faungrün. Dann habe ich mir noch drei Teile auch gleich geprägt und die sind 2 cm oder 2 cm, 1 cm und 0,5 cm. Müsste hinkommen, ja, genau. Und das ist die Farbe Espresso. Und dann habe ich hier noch eine Farbe. Ihr seht, das ist aus dem Baumarkt in der Wandfarbenabteilung. Ich nehme die so gerne mit, weil die so schöne Farben haben. Aber pst, ne? Weiß keiner. Und auch die habe ich mir geprägt. Und damit man das hier halt nicht sieht, aber trotzdem komplette Karte, komplette Größe hat, habe ich mir halt einfallen lassen, dass ich hier einfach was drüber klebe, was eben trotzdem noch schick aussieht und zusammenpasst. Und das hier ist auch eher wieder die Herrenvariante. Dieses Stück hier ist allerdings, also die sind hier alle noch ein bisschen schmaler geschnitten. Und zwar so wie hier. Ich zeige euch gleich. 9,5 ist die breit, genau wie die Stücke hier. Und die ist noch 13,7 lang. Also fast einen Zentimeter kleiner als eben die Grundkarte. Und genau, ich klebe mir das auch gleich mal fest. Dazu nehme ich immer meine Rolle hier, meine Abstandhalter. Mache meistens immer so viele kleine Stücken. Wenn ihr die Stamping Dimensionals habt, dann sind die alle schon vorgeschnitten. So, dann immer in die Ecken mit dran. Und auch die kriegen gleich was ab. Ist eigentlich egal, welche Seite. Ich gucke nur, wo ich sie dann immer schon abgeschnitten habe. Jetzt war ich aus dem Bild. Also, ja, die Seite beim Struktureffekt ist eigentlich egal, wie rum. Die sehen beide gleich aus. Dann mache ich mir auch ein paar Teile ran. Und das kleine Stück kriegt auch was ab. Aber ein paar schmalere Streifen natürlich. So. Das mache ich mir jetzt erstmal alles auf die Karten. Wo, das seht ihr gleich. Bloß das Abfriemen dauert immer zu lange, deswegen mache ich mal die Kamera aus. So sieht es bisher aus. Also ich habe, ihr könnt es ja natürlich aufkleben, wo ihr wollt, aber ich wollte halt den Schriftzug, der da mit drauf ist, verbergen. Und da habe ich halt so ein Stück genauso gewählt, dass ich gerade so den Schriftzug halt verberge. Das Stück dann halt so ein bisschen versetzt darunter und auch das kommt ein bisschen versetzt jetzt hier drunter. Dabei achte ich jetzt nicht wirklich drauf, wie breit hier der Abstand ist. Das mache ich jetzt mit dem hier, weil 0,5 halt ein bisschen zu schmal ist für meine Stamping Dimensionals jedenfalls. Man kann natürlich auch alle ein bisschen breiter wählen und dann passen die Teile da auch überall rauf, aber so reicht mir das schon. So, und dann habe ich mir mit meinen Standschablonen, die sind jetzt nicht von Stamping Up, aber Stamping Up hat auch welche und auch ganz tolle sogar, damit habe ich mir jetzt ein paar Sterne ausgestanzt. Auch hier nochmal wie die Grundkarte,
in diesen selben Pfauengrün und welche in Champagner. Und das habe ich halt so gewählt, dass ich die letzten vier Stufen quasi habe. Also, so dass es dann übereinander passt. Es sind wirklich von der Mitte aus gesehen 1, 2, 3, 4 Sterne, die ich mir genommen habe. So und immer so abwechselnd. Die habe ich mir jetzt auch präpariert mit diesem Stamping der Menschennetz oder eben Abstandhalter. Und die klebe ich mir jetzt, nee, die hier noch nicht, also den großen noch nicht. Der kann jetzt rein theoretisch schon auf den großen Stern, lasse ich aber noch. Aber die hier, nee, auch noch nicht. Ich klebe erstmal nur den kleinen schon mal auf den anderen, weil da kommt dann noch was und dann muss ich erstmal wissen, wo das alles sitzt. Und Champagner hat so einen leichten rosa Touch, aber nur ganz leicht. Könnte auch ein bisschen bräunlich sein, also ein bisschen beigefarben. Und da finde ich, passt es halt schön mit diesem Rot zusammen. Also das harmoniert sehr schön und auch mit dem Espresso harmoniert das einfach sehr schön. Und die Farbkombi gefällt mir wieder sehr. Auch wenn das rot ist, passt das für einen Mann so allgemein die Farbkombi sehr gut, finde ich. So, und dann habe ich mir noch mit den tollen Buchstabenmix-Stanzen, die ganzen Buchstaben hier, habe ich mir dreimal ein Ho ausgestanzt, also Ho, 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 zweimal in Champagner und einmal in hier, Pfauengrün. Und die bringe ich jetzt hier so zwischen. Also ich kann ja hier auch keine Stamping Dimensionets nehmen, deswegen klebe ich die so auf, dass die hier quasi schon auf den erhöhten Streifen schon kleben. Und klar kann ich die jetzt wirklich nur an den Enden dann immer machen. Also den Kleber an den Enden machen, nicht in die Mitte, weil da kleben sie ja gar nicht dran. Nehme ich mir meine Pinzette, um das ein bisschen einfacher zu halten. Und klebt die hier, sodass oben und unten derselbe Platz, quasi derselbe Abstand ist. Bisschen widerspenstig, aber das hält dann schon noch. Hinten fange ich mit dem O an. Auch oben und unten. Direkt dann daneben die anderen Buchstaben. Ist jetzt weniger spannend. Das ist jetzt nur ein bisschen Fipsearbeit. Wieder so, dass der Abstand ungefähr gleich ist. Dass das passt. Gut andrücken. Und dann klebt das auch von selbst. Hier rutscht mir es ein bisschen ab. Hier auch. Ja, man muss da ein bisschen doller andrücken, weil irgendwie das Papier hier, das will nicht so recht sich mit den anderen verbinden, schon gar nicht, wenn hier halt Struktur ist, ne? Also ich muss das dann doch noch ein bisschen andrücken. So, die beiden Hosen sind dran. Und man sieht, die hängen so ein bisschen halt in der Luft. Minimal, aber, ne? So ein bisschen Effekt ist schon noch da. So, jetzt kann dieser große Stern rauf. Den habe ich mir hier schon abgemacht. Der klebt schon. Alles, was so übersteht, stülpe ich so einfach ein bisschen um. Und den klebe ich mir halt schon mittig. Sodass links und rechts das gleich ist. Man liest da trotzdem das Ho. Genau, kann ruhig ein bisschen verdecken. So, dann kann da auch der andere Stern rauf. Direkt oben drüber. Und dann kann auch der hier platziert werden. Den mache ich so unten drunter. Und dann kommt mit Bastelkleber, also mit Kleber, nur noch dieses Hohl hier mit drauf. So, und dann ist die Karte auch fertig. Also ich finde es so schlicht, trotzdem sehr elegant. Struktur macht irgendwie immer
wirkt irgendwie immer hochwertig. Und auch die Farbkombi ist jetzt mal was ganz anderes. Also so habe ich das jetzt noch nie irgendwie gemacht. In der Kamera sieht das Faungrün tatsächlich blau aus. Ich hoffe, dass man das im Video nachher gut sieht. Bei der Bearbeitung meiner anderen Videos habe ich dann auch gesehen, dass man die Farbe dann doch gut sieht im Video. Naja, wie auch immer. Ich hätte das O ein bisschen rüberrutschen sollen. Das hängt da ein bisschen rüber. Aber ihr wisst ja, ich finde es immer ganz gut, wenn man sieht, dass die selbst gemacht ist. Da dürfen so eine kleinen Fehlerchen schon passieren. Das finde ich nicht schlimm. So, und das Pendant für die Dame wieder dazu habe ich hier so gemacht. Ich habe das beides hier ist Farbkarton. Also so wie dieser hier von diesen na, Teststreifen, die man da sich nehmen kann aus dem Baumarkt. Auch wieder mit Struktureffekt, das ist gleich geblieben. Das hier ist Zimtbraun. Ach ja, die Ecken abgerundet. Dafür habe ich mein Teil für die Briefumschläge genommen. Das ist super dafür. Ne, da gibt es ja so einen Eckenabrunder schon mit bei, aber ich glaube, Stamping Up hat auch so eine Stanze dafür. Wenn ich es finde, dann verlinke ich das natürlich. Und hier habe ich, wie heißt das? Kupfer genommen. Genau, Kupferpapier. Ich hatte, genau, ich wollte das hier eigentlich mit Silber machen, hatte aber kein silbernes Papier da. Deswegen habe ich Champagner genommen. Habe aber kein Champagner-Prägepuder. Deswegen habe ich mir das mit dem Buchstaben ausgedacht. Weil sonst hätte ich die genauso gemacht wie hier. Aber es, ja, hatte ich halt so nicht da gehabt. Deswegen habe ich halt ein bisschen experimentiert. Und hier habe ich den Spruch auch embossed in Kupfer. Gibt es aber leider nicht mehr von Stamping Up. Und das habe ich hier aus dem blühenden Weihnachten, wunderbare Weihnachten, den Stempel genommen. Ja. Ja. Mehr gibt es noch nicht zu sehen, nicht zu erzählen. Also hier habe ich halt die Sterne ein bisschen anders angeordnet, finde aber auch die Version ganz, ganz schick eigentlich. Also sehr schlichte, aber sehr elegante Karten, wie ich finde. Ich hoffe, euch gefallen die Karten auch. Wenn ja, schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, drückt die Klingel oder die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ja, hier liegen noch ganz, ganz viele Karten, die ich gleich noch abdrehe. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.